Ja, hallo, ich bin die Marissa aus der wunderschönen Südsteiermark und ich wünsche mir einen aufrichtigen, liebenswerten Lebenspartner. Also als kleines Kind wollte ich Schlagersängerin werden und jetzt aber im Erwachsenenalter bin ich Hobby-Schlagersängerin und das passt für mich gut. Weil ich ein Familienmensch bin, könnte ich nicht auf der Bühne der Welt unterwegs sein. Welches Lied hat Sie als kleines Mädchen schon total beeindruckt? Schau mich bitte nicht so an von der Mireille Mathieu. Das habe ich recht schnell einmal nachgesungen und da habe ich mich so heimlich im Zimmer versteckt, die Vorhänge zugemacht, Mikrofon genommen und gesungen. Können Sie es noch? Ja. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es ja. Ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund. Du kennst genau den Grund. So kann's nicht weitergehen. Und so fort und so weiter. Bravo. Und wann können Sie nicht widerstehen bei einem Mann? Ja, der, glaube ich, muss erst kommen. Wie müsste er denn sein? Ja, mal auf jeden Fall ein Herzensmensch, ein aufrichtiger Herzensmensch. Er sollte mit beiden Beinen fest dastehen. Wichtig ist es, ernste Gespräche zu führen und spirituell ankaucht. Das wäre auch schön, wenn er wäre. Einen platonischen Freund oder soll es mehr? Nein, unbedingt. Natürlich schon eine richtige Beziehung. Mit allem drum und dran. Na schon. Das gehört jetzt zu einer guten Beziehung dazu. Also nicht, weil es gehört. Um Gottes Willen, ist ja kein Pflichttermin. Kein ganz dünner gefällt mir nicht und ein starker gefällt mir auch nicht. Oder eine Glatze gefällt mir auch nicht so gut. Ein Bart ist ganz schön, finde ich sexy. Und wegen der Glatze, natürlich, wenn so alles passt, das Herz passt, der Mensch passt, dann kann man die Glatze auch akzeptieren. Also ich will nicht von vornherein sagen, nein, das nicht oder das nicht. Er kann sich ja ein Kapperl aufsetzen. Ja, das finde ich schön. Oder was er schön findet, so lange Haare ein bisschen. Welche Beziehungen haben Sie hinter sich? Nur eine. Eine jahrelange, ja. Und ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich mich emotional von dieser Beziehung, von diesen Menschen lösen konnte. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn es wieder eine neue Liebe, eine aufrichtige Herzensliebe in meinem Leben geben würde. Wie würden Sie einsame Momente beschreiben? Einsame Momente? Ja, die sind wirklich sehr einsam. Da fühle ich mich dann einsam. Wenn man niemanden zum Reden hat oder zum Kuscheln hat, wenn man nicht teilen kann, das, was man alles erlebt hat, das ist der schwierigste Teil der Einsamkeit, wenn ich mit mir alles allein ausmachen muss. Oder auch, wenn ich Liebeslieder singe, habe ich schon Sehnsucht nach einer Beziehung. Lass dein Herz schneller schlagen, tief in mir brennt ein Vulkan. Wie ein Wirbelwind der Liebe, so schaust du mich manchmal an. Lass dein Herz schneller schlagen, leg die Leidenschaft nicht auf Eis. Ich sehe deine Augen glänzen, das ist für mich das Schönste. Marissa, ich sehe im Hintergrund viele Federn und Klangschalen. Warum? Ja, weil ich schamanisch arbeite und das sind für mich einfach Werkzeuge, die Trommel, die Rasseln oder so. Wenn wir um Hilfe bitten oder wenn wir irgendein Dankesritual sagen, das ist so wie wenn man an Engel glaubt und das ist für mich einfach die gleiche Kraft. Wie wäre es, wenn der neue Mann nicht an spirituelle Dinge glaubt? Ich denke mir, wenn er auch spirituell feinfühlig unterwegs ist,
ist es einfach leichter, sich zu verständigen, weil man dann weiß, wovon der andere spricht. Sind Sie katholisch aufgewachsen? Schon, ja. Sehr, ja. Aber das war alles freiwillig. Also bei uns hat es keinen Zwang gegeben. Also das war alles wunderschön. Aber die Eltern und die Großeltern waren sehr, sehr, sehr gläubig. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Würden Sie sagen, dass Sie noch katholisch sind? Ja, ich bin zwar noch beim Verein dabei. Von dem her. Ja, aber für mich ist das mittlerweile alles eine Energie. Wichtig ist der Glaube an sich selbst. Und wenn man an sich selbst glaubt, ist ja schon das Göttliche. Das Göttliche ist ja in uns. Mir wurde von einem Wahrsager vorausgesagt in der Baumblattbibliothek in Indien, dass ich mit 57 einen Mann kennenlerne, wo das große Glück wartet auf uns. Aha, das heißt, es ist jetzt soweit. Schauen wir mal, was passiert.